den Verleugnern, dem Herrn Trump, der Desinfektionsmittel gerne injizieren lassen würde. Soweit ist sein medizinischer Sachverstand. Herr Minister Lucher, Sie sagten ja eben, Herr Trump wollte, was wollte er, Desinfektionsmittel injizieren? Wissen Sie, dass Desinfektionsmittel, nämlich Formaldehyd, in vielen unserer Impfstoffe drin ist? Weiß ich. Also die werden auch injiziert. Ja. Und was sagen Sie dazu? Hat er dann was Falsches gesagt? Hat er das gemeint oder was auch immer? Ja. Aber Sie bekommen wahrscheinlich, Baum, ich habe extra zur Erklärung nochmal, ich habe extra meinen praktischen Arzt gefragt und er hat mir das bestätigt. In dem größten Teil unserer Impfstoffe, die er regelmäßig gibt, ist Formaldehyd drin und das ist ein Desinfektionsmittel, meine Damen und Herren. Nur, dass Sie mal wissen, was Sie geimpft bekommen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir haben das Masernschutzgesetz. Gehen Sie impfen. Alle über 60-Jährigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie die Pneumokokkenimpfung, dass nichts obendrauf geht und denken Sie frühzeitig an die Influenza.